Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Pegasus-Flugzeuge und eure Pegasus-Helikopter tunen könnt, beziehungsweise wie ihr diese euch in einer anderen Farbe lackieren könnt. Das Ganze ist auf jeden Fall mega leicht, aber es kostet halt auch ein wenig Geld, aber das ist mir das Ganze auf jeden Fall wert, da ich auf dieses Feature wirklich schon seit Jahren warte und ich selbst damals mal in einem Video gesagt habe, dass Rockstar Games unbedingt dieses Feature mal in GTA Online einbauen sollte. Aber was braucht ihr nun dafür? Zunächst einmal braucht ihr nämlich einen eigenen Hangar und in diesem Hangar braucht ihr eben eine eigene Tuning-Werkstatt. Und wenn ihr euch nun einen eigenen Hangar mit einer Tuning-Werkstatt gekauft habt, dann müsst ihr euch jetzt nur noch bei Pegasus das Flugzeug oder eben den Helikopter bestellen, den ihr gerne tunen bzw. umlackieren wollt. Und dabei ist es auch wirklich vollkommen egal, was ihr euch dort bestellt, denn das Ganze funktioniert wirklich mit allen Flugzeugen. Egal ob der Hydra, der Valkyrie, dem Buzzard-Kampfhelikopter oder sogar beim Titan funktioniert das Ganze. Und nun müsst ihr euch nur noch mit eurem Pegasus-Fahrzeug in euren Hangar reinbegeben und wenn ihr dort drinnen nun angekommen seid, dann könnt ihr nun, indem ihr eben die Pfeiltaste nach rechts drückt, euer Pegasus-Flugzeug auftunen bzw. umlackieren. Ich dachte zuerst, dass das Ganze auf jeden Fall nur bei den neuen Flugzeugen aus dem Update funktioniert, aber das Ganze geht wirklich mit jedem und deshalb wollte ich euch das Ganze an dieser Stelle einfach mal zeigen, damit ihr auch wirklich alle Bescheid wisst. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr dieses neue Feature findet oder ob ihr dieses Feature vielleicht schon selber herausgefunden habt oder ob euch eben dieses Video jetzt hier an dieser Stelle weitergeholfen hat. So, ich bin jetzt aber erst einmal raus und beende das Video jetzt nun an dieser Stelle. Heute Abend oder morgen früh kommt dann auch noch ein neuer krasser Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass und morgen kommen dann auch noch einige Videos mit einigen Leaks zum Update. Unter anderem werde ich euch dann auch noch das neue Batmobil vorstellen und euch auch sagen, was das Batmobil kosten wird und wann dieses eben rauskommen wird. So Leute, habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.